Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute dreht es sich um ein Anime, der kürzlich bei Netflix gestartet ist, und zwar Japan Sing 2020. Auf den Katastrophen-Anime, wo Japan von einem Erdbeben verschluckt wird, hatte ich mich nach dem ersten Trailer eigentlich ziemlich gefreut. Japan Sing ist ein Anime, den man weder hasst oder liebt, und das zeigt sich auch ziemlich stark in der Community. Warum ich von der Serie letztendlich doch ziemlich enttäuscht war, möchte ich euch jetzt einmal gerne erzählen und natürlich den Vergleich herstellen zu dem sehr ähnlichen Tokyo Magnitude 8.0, zumindest von der Ausgangssituation. Ein Drama-Anime hat in den meisten Fällen ein oder mehrere tragische Ereignisse. Diese bringen bzw. sollen sie den Zuschauer in einer Art Achterbahn der Emotionen führen. Japan Sing 2020 war für mich auch eine Achterbahnfahrt, aber wohl eher nicht die, die beabsichtigt war. Denn bis auf in ein oder zwei Momenten hat es die Serie nicht geschafft, mich in eine Dramastimmung zu bringen. Im Gegenteil, ich musste sogar mehrmals lachen, obwohl es in der Situation wahrscheinlich nicht so angebracht war zu lachen. Denn in Japan singt, wird viel gestorben. Aber wie gestorben wird, ist meistens so absurd, dass man weder ein großes WTF auf der Stirn hat oder einfach nur lachen muss. Wie der Titel von Japan singt ziemlich gut vermittelt, handelt es sich hierbei um ein Katastrophen-Anime. Durch ein riesiges Erdbeben und mehrere kleine gefolgte Nachbeben versinkt Japan so langsam im Ozean. Dabei begleiten wir hauptsächlich eine Familie und die Leute, die sie unterwegs treffen, wie sie versuchen, das zerrüttete Japan zu verlassen. Zumindest ist dies das erste Ziel. Im Laufe des Anime ändert sich das ein wenig. Diese Situation und die gezeigten Bilder lassen uns natürlich sehr stark an Tokyo Magnitude 8.0 erinnern. Zudem haben wir auch hier eine ähnliche Familienstruktur. Ein Geschwisterpaar und eine Mutterfigur. Ja, die sehr starken Parallelen lassen sich nicht von der Hand weisen und doch könnten die beiden Anime sich nicht unterschiedlicher entwickeln. Masaki Yuasas Japan Sing geht weg von dem Schicksal der Einzelnen, sondern kümmert sich viel mehr um das große Ganze. Und das wäre in dem Fall die Insel Japan selbst. Damit ist natürlich der Verlust der Kultur und das Bild, was man von Japan hat, gemeint. Was wird passieren, wenn Japan versunken ist? Wird man sich daran erinnern können? Wird das Denken verloren gehen? Nichtsdestotrotz versucht Japan Sing, die Schicksale der Menschen zu beleuchten. Und das ist der Punkt, wo der Anime anfängt zu versagen. Die Geschichten der einzelnen Personen lösen keine Emotionen aus. Und das ist das Hauptproblem. Und warum ist das so? Weil die Charaktere selbst keine Emotionen oder kaum Emotionen zeigen. Der Zuschauer kann keinerlei Bindung zu den Figuren erzeugen. Das läuft dann ungefähr so ab. Hey, da ist gerade eine alte Familienfreundin gestorben. Aber hey, guck mal, da ist ein cooler Dude mit einem Kite. Wer war nochmal die Frau, die da tot auf dem Boden liegt? Ja, richtig, es interessiert einfach keinen oder zumindest nicht so richtig. Stirbt einer, wird er halt ersetzt. Und diese Emotionslosigkeit der Charaktere hat sich auch auf mich, den Zuschauer, übertragen. Und weil die Situationen meistens so merkwürdig dargestellt werden, musste ich sogar lachen. Weil es einfach so absurd ist. Ich sag nur das Kind und der Stein. Ich denke, jeder, der den Anime gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Und schauen wir uns jetzt dasselbe bei Tokyo Magnitude 8.0 an. Die Charaktere reagieren hier ziemlich glaubwürdig auf die Situation, die sie vor Augen haben. Zum Beispiel besuchen wir ein Camp von Überlebenden. Und wir treffen auf einen alten Mann, der seine emotionale Geschichte erzählt. Dabei nimmt sich der Anime die Zeit, eine Gefühlsebene aufzubauen, die dann im Laufe der Folge ihren Höhepunkt hat. Und das Ganze reißt den Zuschauer tatsächlich mit, weil er sich gut in die Situation reinversetzen kann. Es macht einfach so viel mehr aus, wenn die Figuren glaubwürdig auf eine Situation reagieren. Und das Ganze wird bei den Anime geschafft, ohne dass man von einer Katastrophe in die nächste rutscht. Und ebenfalls ist es dafür auch nicht notwendig, dass jedes Mal jemand dafür stirbt. Japan Sing, welches übrigens lose auf den gleichnamigen Roman basiert, hingegen versucht es mit der emotionalen Brechstange. Es werden Situationen erzeugt, wo Charaktere sich opfern müssen, damit die Geschichte weitergehen kann. Ob die Notwendigkeit in dieser Situation tatsächlich dazu gegeben ist, das wird hier gar nicht in Frage gestellt. Beide Serien steuern natürlich im Verlauf der Serie auf ihren Höhepunkt zu. Während dieser Höhepunkt bei Tokyo Magnitude den Zuschauer trifft wie ein harter Schlag ins Gesicht, verläuft er bei Japan Sing relativ schwach. Das hat natürlich zum einen den Grund, weil es bei Tokyo Magnitude ziemlich überraschend kommt. Es ist sehr stark präsentiert und überwältigt einen. Ja, es lässt einen sogar über die vergangenen Geschehnisse nachdenken, sogar nachdem man den Anime beendet hat. Bei Japan Sing hingegen habe ich nach dem Ende der Serie keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwendet, weil es nichts für mich übrig gelassen hat. Man könnte schon fast sagen, ich war froh, als die Serie zu Ende war. Und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich bei noch keinem Film oder Serie von Masaki Yuasa.
Seine bisherigen Werke hatten immer eine Besonderheit. Diese hat für mich bei Japan singt völlig gefehlt. Klar hat auch Japan singt starke Momente, wie zum Beispiel das Rap-Battle oder die Abschlussszene. Aber die sind auch nur sehr stark, weil die Musik damit zusammenhängt. Denn die ist übrigens hervorragend. Bei Tokyo Magnitude 8.0 ist die Musik eher zweckdienlich. Animationstechnisch lassen sich die beiden Serien natürlich nur schwer vergleichen, weil einfach Jahre dazwischen liegen. Was sich aber auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass Tokyo Magnitude sich mehr auf Realismus verlässt, während Japan singt eher in Richtung Bildgewalt geht. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich hatte an beiden nichts auszusetzen. Auch wenn beide natürlich nicht besonders speziell sind. Aber das müssen sie tatsächlich auch gar nicht. Was Japan singt tatsächlich sehr gut schafft, ist zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen auf Katastrophen reagieren. Da gibt es zum einen die Egoisten und zum anderen die Hilfsbereiten. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo die Familie auf ein Boot möchte. Aber da dies von ausländerfeindlichen Gesinde belagert wird, kommt die zur Hälfte philippinische Familie nicht auf das Boot. Zum anderen treffen sie immer wieder auf Menschen, die leugnen, dass Japan sinkt. Und Katastrophen zu leugnen ist ja aktuell auch wieder ein Thema. In Tokyo Magnitude 8.0 fehlt dieser Kontrast leider etwas. Zumindest kommt er nicht so stark zur Geltung. Also es gab tatsächlich auch Sachen, die mir an Tokyo sinkt besser gefallen haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von Japan sinkt eigentlich haltet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!